Momentchen. So. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone 2 The Darkest Hour. Ja. Im Hintergrund hört ihr gerade ein bisschen Mucke, die ich so selbst da reingeballert habe mit meiner Playlist. Ja, nebenbei, das ist auch mein neuer Intro-Song, Sabaton Union. Aber naja, gut, ja, heute machen wir, starten wir Darkest Hour. Immer noch auf der Beta 1.2, weil die offizielle 1.2, die ist vor ein paar Tagen rausgekommen, die hat einen kleinen Fehler in der Deutschversion, also in der ersten Weltkrieg kann ich dann nicht starten, weil das Spiel hängt sich auf und spielt dann ab. Auf Englisch wäre es nicht, passiert, aber ich will es auch nicht auf Englisch spielen, deswegen sind noch die Namen hier so falsch und teilweise sind ein paar Events nicht ganz genau beschriftet, genauso wie die Beschreibung hier fehlt, aber es ist nicht so schlimm, kann ich auch gut genug erklären. So, auf jeden Fall, ihr habt ja abgestimmt. Ich bedanke mich schon mal an den Fegelein, der so freundlich war für mich, freiwillig alle Stimmen gezählt hat. Das Deutsche Reich hat natürlich gewonnen. Wer hätte es nicht gedacht? Ich glaube, 36 Stimmen waren das. Ist ja schon übel. Zweiter war Österreich-Ungarn. Ja, und ihr? Naja, auf jeden Fall werde ich das LP mit Deutschen Reich machen. Allerdings, erstmal meine Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen ändern. Ich spiele nämlich auf leicht, weil ich jetzt ein bisschen, ja, leicht halt ein bisschen chillen. Sehr einfach habe ich vorhin mit der Pro-Version gemacht, mit Russland, so auch Spaß an der Freude. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich werde die von auf jeden Fall Duo-LP machen, wo ich Österreich-Ungarn spiele. Da spreche ich euch jetzt schon mal. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, weil ich habe es schon relativ leise gemacht. So, dann wollen wir mal anfangen. Also, wir sind hier im Jahre 1914, am 27. Juni, einen Tag bevor der österreichische Thronfolger gestorben ist, der Franz Ferdinand. Scheiße, oder? Ja, wie schon einer meinte, ich werde da wohl kaum Gelegenheit haben, mich auf den Krieg vorzubereiten. Ich habe keine Gelegenheit, mich auf den Krieg vorzubereiten. Wir gehen erstmal Richtung Kriegstreiber. Also, die Slider sind noch dieselben wie vorhin. Das, naja, ne, ist ja klar. So, dann haben wir hier die Minister. Davon wechsle ich mal kurz einen aus. Den nehme ich den Herr Kühn nehme ich mal raus und tue mal den Max Bauer rein. Der gibt mir ein bisschen mehr IK. Ne? Kann man auch noch wahlmäßig machen. So, dann die Produktion schauen wir uns mal an. Die ist eigentlich auch so geblieben, wie sie war. So, ein bisschen hier so regeln. Verstärkung werden wir kaum welche brauchen. Warum? Kommt bald. So, der Geheimdienst hat sich von AOD auch relativ nicht weit verändert. Aber die Technologien haben sich verändert. Schaut euch das mal an. Schön, oder? Vor allem Infanterie in 1870. Boah, krass. Also man kann hier locker bis in die 70er Jahre zocken. Das kann man auch einstellen. Allerdings ist die Szenariodatei für das Jahr 21 zu. Das heißt, wir werden nur bis 21 hier spielen und... Oh, White Death. Das war mein vorheriger Intro-Song. Naja, auf jeden Fall werden wir auch nur bis 21 spielen, dann ist das Szenario vorbei. Sprich, dann hört das gesamte Spiel hier auf. Und denkt sich, ja, hier ist jetzt erstmal Ende. Und dann schauen wir mal, ob wir gewonnen haben oder abgekackt haben, aber... Ich glaube schon, das schaffen wir. So, das ist die Industrie. Die ist auch sehr wichtig geworden. Auch sehr viel verbessert worden. Und naja, kurz unterbrochen worden, was soll's. Industrie hat sich auf jeden Fall sehr viel verbessert. Wie man sieht. Und da tun wir auch mal ein bisschen was forschen. Genauso wie in der Dings. In der Heeresstruktur. Landdoktrin. Auch ziemlich umfangreicher geworden. Genauso wie Mariendoktrin. Und wie die Luftdoktrin. So. Naja. So, ich glaube, das war's erst einmal. Also, ich habe mir nebenbei noch so ein Heftchen geholt über den Ersten Weltkrieg.
damit ich so ein bisschen Hintergrundinformationen habe. Allgemein für mich selber und allgemein auch für euch. Jetzt denkt ihr vielleicht, warum machst du das für uns, Leo? Bla bla bla. Ich möchte halt gerne auch selber was im Ersten Weltkrieg ein bisschen mehr wissen. Und habe mir gedacht, das lässt sich doch super kombinieren mit dem, was ich dann hier als IP mache. So, erstmal die Armeen verteilen. So, so, so. So. Und der Rest nach Osten. Auf jeden Fall Szenario Erster Weltkrieg. Sehr interessantes Thema, vor allem, weil ich auch so Schönes gelesen habe darüber. Wie man den ja wohl verhindern hätte können. Das ist interessant zu lesen. Weil da gab es so viele Möglichkeiten, wie man ihn hätte verhindern können. Und die ganzen Großmächte sich eher gedacht haben, nö, will ich nicht, bla bla bla. Weil so und so und weil so und so. Die waren sich, muss man wirklich sagen, teilweise wirklich zu fein, sich was für gegen den Krieg zu tun. Und haben sich lieber gedacht, ach nö, ich mach lieber was dafür. So, das haben wir alles. Hier sind die neuen Entscheidungen. Die sind ganz neu. Es gibt nach wie vor Events, die man halt so hingeklatscht bekommt, wie bei AOD. Und die Entscheidung, wo wir selber wählen können, will ich machen, will ich nicht machen. Zum Beispiel Erhöhung der Geldmenge. So, dann legen wir erstmal los. Über die Geschichte werde ich schon eine Menge erzählen, keine Sorge. Zum Glück habe ich noch ein kleines Büchlein neben mir. Ah ja. Da wir mehr Kohle haben, können wir jetzt auch ein bisschen investieren. Infrastruktur, Wissenschaft und Technik oder in Krieg. Komme ich erst zum Sprechen, wenn es wichtig ist. So. Erzherzog Franz Ferdinand wird ermordet in Sarajevo. Da. Nicht sondern ist schön. Ja, wir sind der Kriegstreiber. Österreichischer Außenminister, was der alles vollbracht hat, ey. Helle Wahnsinn. Ich meine, wenn man das nur liest, kriege ich schon was Kotzen. So, ansonsten läuft das aber alles. Könnt ihr euch mal kurz die Welt angucken, wie sie halt damals so ist. Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass es neue Provinzen gibt. Finde ich auch ziemlich geil gemacht. Momentchen. Oh. Das ist von Sonic the Hedgehog 2006. Das Song gefiel mir, also habe ich ihn einfach mal runtergeladen. Ja, ganz netter Song und ein bisschen kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Ich müssen wir reden. Also, die Welt hat sich ja ganz verändert. Es gibt viele neue Provinzen. Osmanischer Reich, relativ groß. Am geilsten finde ich Japan designt. Die ganzen kleinen Inseln. Ah, guck mal. Oh, oh, voll was vergessen. Total was vergessen. Ich muss meine Pazifikflotte verstärken. Ich weiß auch nicht, was das Ding in der Karibik macht, aber naja. Alles nach Kyaochu. So, meine Armee bewegt sich Richtung Westen und Osten. Ich habe unglaublich viel Zeit, mich für den Krieg zu mobilisieren, ne? Also locker einen Monat ungefähr nur. Deswegen muss es ziemlich schnell gehen. So. Ich werde also, keine Sorge, ich werde zur Geschichte noch einiges sagen. Erstmal muss ich ein bisschen gucken. Ja. So. Wollen wir mal gucken. Also auf jeden Fall der, ich sag jetzt mal, Vizekaiser. Franz Ferdinand wollte ja in Sarajevo besuchen, um da die Unruhe ein bisschen zu schlichten. Allerdings haben sich so einige Serben gedacht, nö, den bringen wir um den Sack. Warum es nicht gerade Serben waren und Bosnien waren, glaube ich, nicht. Es waren, glaube ich, ausschließlich Serben. Die Serben können halt die Österreicher nicht so gut leiden. Das ist so der Hauptgrund. Und obwohl es nur so ein paar Einzelleute waren, war angeblich die serbische Regierung beteiligt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber naja. Ich will nicht warten, das herausfinden.
So, ich kann mich erinnern, hier stimmt auch noch irgendetwas nicht in meiner Flotte, in meiner riesen Kriegsmarine. Oder das heißt ja kaiserliche Marine, ne? Sorry. Also schon, kann man sich schon mit England mit anlegen, dass es schon ordentliche Streitmacht. So. 41 Divisionen ist ein bisschen wenig. Aber zur Verteidigung soll das erstmal reichen. Ich werde historisch spielen, im Übrigen. Sprich, auch den schiefen Plan werde ich machen. Erst Frankreich, dann Russland. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und wir kommen auch diesen Part noch zum Krieg, keine Sorge. Das wird wahrscheinlich sehr schnell sein, dieses LP. Aber ich glaube, dass den zweiten Anlauf, das VLP, werde ich dann mit ein bisschen länger spielen. Also nicht einfach so 21 Schluss. Sondern ich werde da schon die Zeit ein bisschen weiter nach hinten setzen. Also das Ziel nach hinten. Dass wir so bis 30 zocken können oder sowas in der Art. So, ups, da habe ich das verpasst. Da. Das Ultimatum an Serbien. Ja, Österreich hat ein Ultimatum an Serbien gestellt, weil man erfahren hat, dass die serbische Regierung angeblich beteiligt war an dem Mord an Franz Ferdinand. An diesem Ultimatum ging es hauptsächlich darum, dass die Serben nichts mehr gegen Österreich-Ungarn unternehmen sollen. Ich glaube auch sogar, auch die endgültig anerkennen sollen, dass Bosnien von Österreich-Ungarn besetzt wurde. Irgend sowas in der Art. Ich kenne jetzt nicht die genauen Details dieses Ultimatums. Auf jeden Fall ist Russland der Schützling von Serbien. Und die denken sich, nö, den slawischen Brüdern, den tun wir helfen. Und ja, unterstützt Serbien deswegen. Und da hat schon Österreich-Ungarn, müsste man eigentlich schon gesehen haben. Wenn wir jetzt kriegerisch gegen Serbien vorgehen, kommt Russland. Und Russland war ja auch im Bündnis mit Frankreich, also haben wir einen Weltkrieg. Oder zumindest einen Krieg, den man, wo man nicht vorher sagen kann, dass er gewonnen werden kann. Da müsste es eigentlich schon Klick gemacht haben, aber der Kollege hier war es scheißegal. So, Italien hat sich daraufhin gedacht, scheiß Kriegstreiber, so in der Art. Wir verlassen den Drei-Mächte-Pakt mit Österreich, Ungarn und Deutschland. Und daraufhin sind sie neutral geworden. Kurz vor Eintritt des Krieges. Oder Ausbruch des Krieges, sorry, hört sich so besser an. Schlaue Leute. Dumm für sie, dass sie später trotzdem hinzugekommen sind. Naja, auf jeden Fall hat Österreich-Ungarn daraufhin nach dem Ultimatum auch Unterstützung an Deutschland angefordert. Und die hat man einfach so blind akzeptiert, ohne nachzudenken. Also da sehe ich so die Hauptgründe dafür, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Ja, und Serbien. Das hat sich kurz vor Abschluss der Zeit des Ultimatums gedacht. Wir nehmen fast alle Punkte an, bis auf einen einzigen. Was war nochmal der Punkt? Das war irgendetwas mit, hier Dingens. Dass Österreich irgendwie ein Komitee nach Belgrad schickt oder so, um das zu untersuchen. Irgendwie sowas in der Art war das. Das haben sie nicht akzeptiert, sonst haben wir das Ultimatum eigentlich akzeptiert. Und Österreich-Ungarn hat sich gedacht, ja super, was jetzt? Erklären wir den Krieg. Es macht gar keinen Sinn. Naja, hier sind wir jetzt. Also klar, den Hintergrund des Ersten Weltkrieges genau zu erfahren, muss man viele Jahre weiter zurückgucken. Aber wir wurden jetzt hier hingesetzt und mehr Zeit bleibt uns halt nicht. So, dann warten wir noch auf den Ausbruch. Der müsste eigentlich so am 29. losgehen. Nein, am 30. Naja, es hängt ja von Österreich-Ungarn ab, wie die das machen. Damit habe ich noch nichts zu tun. Ah, jetzt. Ja, daraufhin erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Und das Russische Reich macht daraufhin mobil als Reaktion. Die Situation auf dem Balkan läuft aus dem Ruder. So immer erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Im Gegenzug macht das Russische Reich gegen unseren Verbündeten mobil. Ja, den Russen schicken wir jetzt ein Ultimatum, in dem sie ihre mobile Machung einstellen sollen. Die Griechen hatten daraufhin auch noch irgendwas gehabt. Was machen wir mit den Serben? Die waren ja im Bündnis mit ihnen, als man das Osmanische Reich aus dem Balkan vertrieben hat. Sollen wir ihnen helfen? Ja, nein. Die Griechen finden sich neutral. Aber schauen wir mal, was jetzt Russland macht. Wir haben ihnen auf jeden Fall ein Ultimatum gestellt. Und das lehnen sie ab. Oh, da kommt der nächste Song, auch von Sonic the Hedgehog 2006. His World. Das davor war übrigens Crisis City. Trotz unserer Aufrufe, den Frieden nicht zu gefährden, macht das Russische Reich weiter mobil und bedroht damit Österreich-Ungarn. Der Krieg ist unvermeidlich. Es sei...
Also eigentlich müsste draufstehen, so sei es. Nun ja, jetzt können wir mal hier so ein bisschen rumgucken. Oder können wir nicht rumgucken? Doch, können wir. Auf unsere Entscheidung, da haben wir die Kriegserklärung an das Russische Reich. Tja, das machen wir. Weil wir haben jetzt den 1. August, Spiel historisch, also let's go, ne? Es ist höchste Zeit, dem Russischen Reich den Krieg zu erklären. Wir erklären ihnen den Krieg. So, sind damit im Bündnis mit Österreich-Ungarn. Wir sollten uns kriegsbereit machen und unsere Reserven mobil machen. Die Division auf die Sollstrecke bringen. Ganz genau. So. Die Reservisten sind angekommen. Das ist halt ein Event, die Mobilmachung. Jetzt haben alle unsere Truppen die volle Stärke erreicht. Auch die Reservisten. Und das kann nur helfen. Das kann nur helfen. Deswegen habe ich auch direkt zu Beginn die Verstärkung relativ niedrig eingestellt. Ups. Was ich auch mal machen sollte, was gar nicht so blöd wäre. Ein paar Transporter. Ich habe nämlich was vor. Und ein paar U-Boote. Ich habe schon wieder Hintergrundwissen. Beziehungsweise ich habe schon Spielewissen. Deswegen weiß ich, was passieren wird. So, jetzt sind wir im Bündnis mit Österreich-Ungarn und im Krieg mit Russland. Ja, das bedeutet, wir marschieren mal auf gegen die Russen, um unseren Bündnispartner ein bisschen zu entlasten. Der Russ hat ja so ein bisschen Pech, dass wir schon unsere Truppen halbwegs an der Front haben. Schauen wir mal, wie das wird. Ich erwarte nichts Großes. Aber es wird ja immer beschissener in der Welt. Frankreichs Neutralität erbitten. In den letzten Ereignisse in Zentral- und Osteuropa erhöhen das Risiko eines Krieges mit Frankreich. Um einen Zweifrontenkrieg zu verhindern, müssen wir Frankreich dazu bewegen, neutral zu bleiben. Selbstverständlich gegen entsprechende Garantien unsererseits. Ja, fragen wir mal nach Neutralität. Frankreich verweigert dies aber. Frankreich hat mobil gemacht und bedroht uns, während wir uns gerade mit russischen Militärs auseinandersetzen. Der Krieg ist unausweichlich geworden. Ja, jetzt haben wir verschiedene Funktionen, wie wir halt vorgehen können. Ob wir Plan Krumpitz machen, sprich wir greifen Frankreich direkt an. Den Schliefenplan, wir gehen über Belgien und Luxemburg. Den erweiterten Schliefenplan, wenn wir Holland mitnehmen. Oder den Ruprecht-Plan, den wir mit der Schweiz angreifen, aber ich werde den Schliefenplan benutzen. Und erklären damit soeben mal den anderen Leuten da den Krieg. Ein großer Fehler, wie sich herausstellen wird. Denn Belgien war fast 100 Jahre lang neutral und das auch international anerkannt. Das macht Großbritannien nicht so. Vor allem Großbritannien war eigentlich immer so der Staat, der sich gedacht hat, wir versuchen irgendwie das Gleichgewicht der Kräfte zu halten und Frieden zu halten. Tja. Also das war dann ein bisschen übertrieben mit den Kriegserklärungen gegen einen anerkannten neutralen Staat. Na, ich warte eigentlich noch auf die Kriegserklärung der Briten. Und dann kann der Krieg eigentlich wirklich erst losgehen. Ja, der ist gerade eingetreten. Habt ihr es gerade gesehen? So, willkommen im Ersten Weltkrieg, Leute. Scheiße. So, nebenbei ist mir die schöne Beruhigungsmucke weg. Vielleicht geht's wieder los mit Sabaton. Mal gucken, was ich noch so alles in einem Playlist so habe. So, und jetzt kümmern wir uns mal um ein Event, nämlich die Flucht der SMS Göben und der SMS Breslau. Die waren nämlich während des Krieges hier unten im Mittelmeer. Das war so gesehen die deutsche Mittelmeerdivision. Und da hat man sich gedacht, ja, die Briten wollten die unbedingt versenken. Die Deutschen haben sich gedacht, das nützt nichts. Wir kommen nicht aus Gibraltar raus, wir kommen aus dem Mittelmeer eigentlich gar nicht mehr raus. Wir schicken sie ins Osmanische Reich, um somit einen Bündnisvorschlag quasi zu machen. Das Problem war damals auch, dass die Briten auch in der Zeit waren, mit dem Osmanischen Reich ein Bündnis zu machen. Unter anderem haben die Briten Schiffe für die Osmanen hergestellt, allerdings diese behalten, weil der Krieg ausgebrochen ist. Oh, Wolfpack. Kommt ja fast gelegen. So, und die Deutschen haben ja daraufhin dann ihre Schiffe... Moment. So, die Deutschen haben daraufhin ihre zwei Schiffe da rausgeschickt.
Ungefähr so die Richtung gehe ich jetzt auch mal. Und zwar hier in die Ägäische See. Und dann hat man sie dann den Osmanen übergeben. Gesagt, hier, das ist ein Geschenk von uns an euch. Macht damit, was ihr wollt. Und das war eigentlich so gesehen ein richtig guter Einwand, mit den Osmanischen Reichen in Gespräche zu kommen. Die sind in Sicherheit. Ja. Mit dem Osmanischen Reich sind wir jetzt ein bisschen freundschaftlicher geworden und schlagen ihm einen Geheimpakt vor. Wir schlagen ein Bündnis vor. Und das ist mein Reich unterzeichnet auch. Sehr gut.